heute Minecraft Legend ist neu rausgekommen. Und ich würde mal sagen, wir schauen gleich mal rein. Wir haben als allererstes erstmal hier den Startbildschirm für die Einstellung. Das wird zugelabert werden. Das habe ich schon mal ausgeschalten. Deutschsprache eingestellt. Untertitel auch ausgestellt. Ich denke mal, wir joinen jetzt rein in das Game. Ich mache die Musik aus, weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Allerdings gucken wir gleich mal rein. Eifer, Wissen, kommt mit mir. Das müssen wir gemeinsam bezeugen. Voraussicht? Du hast Angst. Wie wir alle. Nein. Ich bin nur traurig, dass es so weit gekommen ist. Fangen wir an? Hallo, Freund. Wir wollten dich nicht erschrecken. Dein Mut und deine Kreativität inspirierten uns, deine Hilfe zu ersuchen. Unsere Welt wird angegriffen. Es wird verschlungen. Und es ist eine Bedrohung, die nur du verhindern kannst. Die Zeit drängt. Wirst du uns helfen? Vielen Dank. Jetzt tritt nach vorn, tapferer Held. Und schließe dich uns an. Halte deinen Bauch fest. Das wird nur eine Sekunde dauern. Willkommen. Ich fürchte, wir müssen viel von dir verlangen. So Leute, ich muss erstmal den Ton davon leiser machen. Das ist extrem laut. Beziehungsweise packen vielleicht noch eine Tonspur. Wir suchen uns einen Held aus, der zu mir passt.
Grafik können wir auch nochmal gucken. Ich denke mal, das reicht hier so. Das heißt, so Einstellungen würde ich sagen, lassen wir erstmal. So, jetzt hoffen wir mal, damit es nicht allzu laut ist mehr für euch. Könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben. Und dann haben wir hier mehrere Sachen. Kampagnenmodus, Versus-Modus, also gegen andere Gegner. Jeden Monat ein neues Abenteuer. Schauen wir mal. Und natürlich der Marketplace, wie von Microsoft inzwischen sehr bekannt ist. Mal wie, ja doch, sollte halbwegs, sollte ich noch zu hören sein. Wir machen aber noch mal ein Mikrofon ein bisschen lauter, damit wir auch komplett zu verstehen sind. Ich würde mal sagen, wir gehen in den Kampagnenmodus und werden uns jetzt eine neue Story anlegen. Und da kriegen wir logischerweise ein Ladebildschirm zu sehen, wo wir in der Zeit mal mit dem Chat sprechen können, wenn ihr Lust habt. Ansonsten kann ich euch gerne mal ein paar Informationen geben. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir mal auf YouTube. Hinterlasst da mal ein Abo und ein Follower. Und solltet ihr gerade auf YouTube live online sein, dann könnt ihr da auch einen Kommentar da lassen, um ein bisschen den Algorithmus zu pushen. So, ansonsten, jo, Ladebildschirm dauert ein bisschen lange. Draußen ist dunkel. Ich hole mir gleich was zu trinken, wenn es noch ein bisschen länger dauert. Aber die Hälfte haben wir schon geschafft, glaube ich. Oh, doch nicht. Ab und zu mal ein Black Screen. Okay. Wird hoffentlich noch verändert. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir schlagen solche Reisen immer auf den Magen. Danke, dass du den Mut hattest, herzukommen. Ich bin voraus. Ich bin Eifer. Und ich bin Wissens. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen. Aber diese Welt wird angegriffen und wir brauchen deine Hilfe. Üble Kreaturen, die Piglins genannt werden, sind aus ihrer feurigen Heimat gekommen, um dieses friedfertige Land und all seine Bewohner zu unterwerfen. Wir brauchen deine Hilfe, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Aber keine Sorge, du wirst nicht allein sein. Licket auf. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir präsentieren... Geschenke! Mit den richtigen Melodien aus dieser Laute sammeln und lagern die Helferlein Ressourcen für dich. Und bauen daraus, was du brauchst. In diesem Behälter lodern die Schöpfungsflammen. Sie rufen Freunde, die an deiner Seite kämpfen. Die Golems halfen uns, die Oberwelt zu erschaffen. Und jetzt helfen sie dir, sie zu verteidigen. Und zu guter Letzt, das ist das Mutbanner. Hisse es und diese Welt wird dir zur Hilfe eilen. Der Hunger der Piglins ist unersättlich. Sie haben bereits einen Fuß in der Oberwelt. Und wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, verschlingen sie alles. Wir konnten die Geschöpfe unserer Welt nicht auf diesen Tag vorbereiten. Aber wir glauben, dass du es schaffst. Deshalb haben wir uns an dich gewandt. Wenn es Hoffnung gibt, dann dich. Hallo! Wir haben nicht viel Zeit, aber vielleicht gerade genug, um dir etwas über diese Werkzeuge beizubringen. Es ist nicht abzusehen, was du in der Oberwelt erleben wirst, jetzt, da die Piglins hier sind. Je früher du diese Werkzeuge beherrschst, desto besser. Geh zu Eifer, dann können wir anfangen. So, jetzt sind wir beim Tutorial angelangt. Ich finde das Spiel schon mal sehr interessant auf jeden Fall.
Übrigens werden die ersten 30 Minuten auf angespielt bei YouTube geschnitten kommen. Und sollte es mir dann gefallen, werden wir natürlich weiter spielen. Großartig! Und jetzt an die Arbeit! Die Oberwelt ist voller Ressourcen, die du sammeln kannst, um die Piglins besser zu bekämpfen. Und hier kommen die Helferlein ins Spiel. Spiele die richtige Melodie auf deiner Laute, dann sammeln sie alles für dich. Spielen wir zunächst die Melodie, um Holz zu sammeln. Müssen wir, denke ich, mal zu diesem Baum. Und fangen so an, mir den Baum abzubauen. Nice. Gut gemacht. Begib dich dorthin, wo Eifer ist, und benutze deine Laute, um etwas Stein zu sammeln. Ja. Gute Arbeit. Lass uns das wiederholen. Spiele diesmal die Melodie zum Sammeln von Steinen. Ist immer einer, der abbauen geht, ne? Jetzt hast du die Ressourcen, die du benötigst. Das ist der erste Schritt. Schritt 2 ist das Spielen der Melodie, die die Helferlein dazu inspiriert, das zu bauen, was du brauchst. Hey, baue Treppen, damit du zu mir hochkommen kannst. Okay, wir kriegen die angezeigt, ne? Warte jetzt. Okay. Gut gemacht. Treppen werden dir da draußen viel Zeit ersparen. Du wirst Schöpfungsflammen benutzen, um deine Freunde zum Kampf zu rufen. Lapis wird diese Flammen hell erstrahlen lassen. Nimm etwas aus dieser Truhe, um eine Spawner-Melodie zu spielen. Gut rückhalten. Nun lass uns diese Flammen anzünden. Benutzt die Spawner-Melodien, um die Golems zu rufen, die du zuvor getroffen hast. Großartig. Jeder Spawner hält die Schöpfungsflammen, die deine Verbündeten rufen werden. Rufe sie. Rufe deine Verbündeten. Schön. Die Golems sind neu im Kampf, aber sie werden dir folgen. Benutze das Mutbanner, um deine Freunde zu mir zu bringen. Das gespawnte Armee ist. Oder? Alter, da kommt eine ganze Menge. Da freut sich der Eisengolem. Wenn du willst, dass die Golems aufhören, dir zu folgen, benutze dein Banner erneut, um sie anzuhalten. Schick sie zur Eifer. Dann müssen sie wohl erst abholen.
einfach das Banner und schicke sie zu mir. Ja, hab ich doch. Tut mir leid, aber die Zeit sein. Okay, sollte ich noch nicht sein, ne? Die Vorstellungen des Piglins in der Schicksalsquelle sind es erschreckend. Aber wir haben einige falsche geschaffen, damit du die Verwendung des Banners im Kampf üben kannst. Übertrage nun alles hier Gelernte in den echten Kampf und die Piglins werden keine Chance haben. Es ist gut, dass du bereit bist, denn ich... Nochmals vielen Dank für deinen Mut. Es ist uns eine Ehre, dich als Verbündeten zu haben. Wir begleiten dich auf jedem Schritt deines Weges. So, jetzt haben wir wieder einen Ladebildschirm. Ich denke mal, jetzt kommen wir in die richtige Welt. Twitch noch was umstellen. Willkommen in unserer Welt. Wir würden dich gerne angemessen vorstellen, aber die Bewohner eines Dorfs brauchen deine Hilfe. Bitte gehe zu ihnen. Du hast einen Kompass und eine Karte. Nutz sie, um sicherzustellen, dass du in die richtige Richtung gehst. Lass nur mal kurz. Kann ich nicht raustappen? Doch. Wir haben dir einige Startressourcen zur Verfügung gestellt. Aber denke daran, dass die Helferlein mehr für dich sammeln können, während du unterwegs bist. Beschäftigte Helferlein sind glückliche Helferlein. Dann verabschieden wir uns mal und können wir noch ein paar mitnehmen, oder?
erstmal Holz, ne? Drücke M. Das ist doch, wo wir hin müssen. Bitte beeile dich. Die Piglins sind unerbittlich. Lass mal Steine sammeln. Unser Mehl ist voll. Sollten wir nicht durchreiten. Okay. Diese kleinen rosa Monster müssen aufgehalten werden. Schnell, schnell, du musst alle Piglins loswerden. Vergiss nicht, Spawner zu bauen, um Verbündete zu beschwören, die an deiner Seite kämpfen. Die Piglins lassen Lapis fallen, mit dem du deine Spawner anfeuern kannst. Sammle den Lapis, damit dein Feuer nicht ausgeht. Waren alle? Die unmittelbare Gefahr ist vorbei, aber das Dorf ist verwüstet. Die Piglins haben den Brunnen in eine Ruine verwandelt. Eine Zimmermannshütte kann nahegelegene Konstruktionen reparieren. Lass die Helferlein dir eine bauen.
Also erstmal für angespielt Kategorie. Ich finde das Game ganz nice. Was für eine Erleichterung. Das Wasser fließt wieder. Wir werden es auf jeden Fall regelmäßig spielen. Die Pegel greifen ein anderes Dorf an. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Die Dorfbewohner brauchen dich.